Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Hisbollah ist zweifelsohne eine gefährliche Organisation. Sie destabilisiert die gesamte Region und nimmt die gesamte libanesische Gesellschaft mehr oder minder als Geisel. Die Hisbollah hat 130.000 Raketen geschätzt, Artillerie, Ballistik, Luft-, Panzer-, Schiffsabwehr. Und Dezember 2018 sind Tunnelsysteme nach Israel, die infiltrieren sollen, entdeckt worden. Und es gibt Einschätzungen, dass die Hisbollah bis zu 7.000 Kämpfer in Syrien hat. Und die Hisbollah ist auch in Deutschland aktiv. Und deshalb ist es notwendig, sich zu überlegen, wie man genauere Kontrollen der Hisbollah-nahen Vereine tätigen kann, bis hin zu Verboten. Verschärfte Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist zweifelsohne notwendig. Und die Finanzströme, egal welche sogenannten Flügel der Hisbollah davon profitieren, müssen ausgetrocknet werden. Der Antrag der AfD ist auf zwei Ebenen kein Beitrag dazu. Erstens, Hisbollah ist eine gesellschaftliche Realität im Libanon. Nochmal Geiselnahme. Und deshalb ist das ein wenig rücksichtslos, aber das kennen wir ja nicht anders von Ihnen, dass Sie mehr oder minder jetzt fordern, dass man auf diese Geisel schießen soll. Das macht nicht einmal die amerikanische Administration. Wenn Sie sich anschauen, was Pompeo beispielsweise dieser Tage gemacht hat. Pompeo hat im April persönliche Sanktionen gegen den Parlamentspräsidenten Berry von der Amal gefordert. Die sind auch verhängt worden. Und dann hat man festgestellt, das sei ja überhaupt gar nicht umsetzbar. Die Sanktionen sind verhängt worden, weil Amal mit der Hisbollah zusammenarbeitet. Und dann hat man festgestellt, dass sowohl Amal als auch die andere schiitische Partei der FPM überhaupt nicht mehr atmen können in einem solchen Umfeld. Was hier gefordert wird, stickt die innerschiitische Opposition gegen die Hisbollah. Und das können wir nicht zulassen. Die zweite Ebene, woran man merkt, dass Ihr Antrag nun wirklich kein Beitrag ist zur Wahrheitsfindung, ist die unglaubliche Verlogenheit. Die Position der AfD ist jetzt mehrfach zitiert worden. Ich will es nicht noch mal tun. Aber es ist schon bemerkenswert, welches Wort Sie nicht verwendet haben. Das war das Wort Syrien. Sie haben einfach komplett vergessen, dass, was die Hisbollah gerade in Syrien macht. Weil Sie finden ja Assad toll. Da gibt es so viele Tweets, so viele Äußerungen Ihrerseits. Es gibt ein so ohrenbetäubendes Schweigen der AfD zur Situation, was gerade in Idlib passiert, dass da Forstbomben fallen. Weil Assad ist ihr Freund. Er soll ja die Flüchtlinge zurücknehmen. Und dass die Hisbollah genau diesen Assad im Amt gehalten hat, dass sie die wichtigste Stütze im Boden für die Sicherheit der Regierung, des repressiven Regimes von Assad sind, das haben sie einfach vergessen. Und das ist so dermaßen verlogen, dass wir das hier Ihnen leider nicht werden stehen lassen können. Aber das Gute ist, dass Sie wie immer die Öffentlichkeit in Deutschland unterschätzen. Und die Leute sind nicht blöd, die lassen sich nicht so viel Sand in die Augen streuen. Und deshalb habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir ohne Probleme Ihren Antrag ablehnen können. Wir werden Sachpolitik hier machen und nicht diese Verlogenheit hier von uns, von dieser Verlogenheit hier treiben müssen.